Gut, ihr lieben Maker 9. Im letzten Video haben wir alle akuten Mängel am Bruiser beseitigt, die uns daran gehindert haben, überhaupt was mit dem Drucker zu drucken. Und als nächstes möchte ich mich gerne ein wenig mit dem Feintuning und der Pflege des Druckers beschäftigen. Genau aus diesem Grund schauen wir uns heute an, wie wir das Druckbett besser gelevelt bekommen. Denn bei meinen letzten Drucken hatte ich mehr und mehr das Gefühl, dass das Druckbett etwas schief ist. Auch das Z-Leveling hat nichts mehr gebracht und die Drucke hafteten auf der linken Seite weniger als auf der rechten Seite. Und genau aus diesem Grund möchte ich hier ein wenig nachjustieren. Dafür habe ich mir jetzt einen Raspberry Pi besorgt, der für unsere Zwecke eigentlich genau ausreichen soll. Ein passendes Case für den Raspberry habe ich mir natürlich auch schon gedruckt, natürlich auch in der passenden Farbe zum Drucker. Und vorab möchte ich aber noch darauf hinweisen, dass die Messmethode, die ich heute vorstelle, nur funktioniert, wenn euer Drucker einen Sensor zum automatischen Bettleveln hat. Auf dem Pi installieren wir dann Octoprint. Und wer sich jetzt fragt, was Octoprint ist und was es genau macht: Octoprint ist eine Software, mit der ihr euren Drucker fernsteuern könnt. Dafür müsst ihr auf dem Raspberry Pi, auf welchem das System installiert ist, einfach ans lokale Netzwerk anschließen und schon kann man den Pi übers Netzwerk im Browser aufrufen. Übrigens, wenn ihr mehr über solche Themen erfahren wollt, abonniert bitte den Kanal und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Das hilft uns nämlich sehr, weiterhin solche Videos für euch zu produzieren. Für die Installation lade ich mir die aktuellste Version von Octoprint auf der Webseite octoprint.org herunter. Anschließend nutze ich eine Software, um das System auf die SD-Karte aufzuspielen. Damit haben wir später auf der SD-Karte ein bootbares Betriebssystem installiert. Da ich auf dem Mac arbeite, nutze ich die App Apple Pie Baker, um das Image auf die SD-Karte zu schreiben. Es gibt aber auch ein Tool, zum Beispiel wie Balena Etcher, der sowohl unter Windows, Mac als auch Linux angeboten wird. Die Links dazu packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Sobald das Image auf der SD-Karte installiert ist, stecken wir diesen in den Raspberry und schließen ihn an Strom und ans Netzwerk an. Und nach kurzer Zeit ist der Pi hochgefahren und wir können ihn über die Domain octopi.local über die Web-Oberfläche aufrufen. Hier werden wir beim initialen Start zunächst durch einen Einrichtungsprozess geleitet. Als erstes legen wir uns einen Benutzer für Octoprint an und sichern diesen mit einem Passwort. Schließlich wollen wir ja nicht, dass irgendjemand, der unbefugt ist, auf den Pi zugreifen kann und damit den Drucker fernsteuern kann. Anschließend müssen wir den Drucker noch ein wenig einstellen, den wir benutzen wollen. In meinem Fall ist es hier der Bruiser i3 MK3S. Last but not least legen wir noch fest, ob wir anonym Daten zur Analyse an Octoprint senden wollen. Eines der wohl wichtigsten Features in Octoprint ist es, dass man es mit Plugins erweitern kann. Und genau das hilft uns hier weiter, um das Druckbett korrekt auszumessen. Ich verwende hierfür das Plugin Bed Visualizer. Um es installieren zu können, müsst ihr in der Menüleiste am oberen Rand auf die Einstellungen klicken. Und dort angekommen findet ihr unter dem Plugin Manager die Übersicht über bereits alle installierten Plugins. Um ein neues Plugin hinzufügen zu können, klickt man auf den Add New Button bzw. auf den Mehr Button. In dem sich jetzt öffnenden Pop-up könnt ihr im Suchfeld den Namen Bed Visualizer eintragen. Und dank der Autovervollständigung werden euch schon bereits nach den ersten drei Buchstaben die ersten Ergebnisse angezeigt. Wählt das entsprechende Plugin aus und installiert es. Der Installationsprozess kann allerdings eine Weile dauern. Aber was genau macht dieses Plugin jetzt? Nun, ganz einfach. Damit kann man auf seinem Drucker das Bed Leveling starten und die Ergebnisse sich hieraus als dreidimensionale Grafik anzeigen lassen. Um das Plugin jedoch nutzen zu können, braucht ihr, wie anfangs erwähnt, einen Sensor zum automatischen Leveln des Druckbetts, wie zum Beispiel ein BL Touch oder beim Bruiser die Pinder Probe. Das Bed Visualizer Plugin muss zu Beginn auch einmalig konfiguriert werden. Damit meine ich, dass man einstellen muss, mit welchem G-Code man das Level startet und die Ergebnisse anschließend ausliest. Im Falle des Boosters ist es G80 zum Starten des Bed Levels und G81 zum Auslesen der Ergebnisse. Die Kommandos für den Booster habe ich mir aus der passenden Dokumentation für die unterstützten G-Codes herausgesucht und den Link dazu packe ich euch natürlich unten in die Videobeschreibung. Da der Bed Visualizer nun richtig konfiguriert ist, können wir ihn zum ersten Mal ausführen. Anschließend können wir uns im Octoprint die Messergebnisse ansehen. Die 3D Heatmap zeigt uns jetzt auch gleich an, was ich die ganze Zeit vermutet habe, nämlich dass das Druckbett auf der rechten Seite sehr stark abfällt und die Kante davon eigentlich schon fast diagonal über das Bett verläuft. Soweit, so gut. Wie beheben wir das jetzt? Um das Druckbett beim Bruiser genauer einstellen zu können, müssen wir dafür allerdings das Druckbett ein bisschen modifizieren.
Hierfür werden wir den Nylock-Mod verwenden. Dafür entfernen wir als erstes die austauschbare Druckoberfläche vom Druckbett. Und damit haben wir dann einen freien Zugang zu den Schrauben, die das Bett auf dem Schlitten festhalten. Der Abstand zwischen dem Schlitten und dem Bett hat Bruiser mit Hilfe von solchen Aluminiumhülsen hier entsprechend fixiert. Das ist durchaus eine clevere Idee, jedoch helfen uns diese Hülsen bei der Lösung des Problems leider nicht weiter. Und genau aus diesem Grund schrauben wir nach und nach alle Schrauben los und entfernen die darunterliegenden Aluminiumhülsen, bis das Druckbett frei liegt. Natürlich hängt es noch am Kabel fest. Da es bequemer ist, den nächsten Schritt an der Werkbank durchzuführen, entferne ich das Kabel vom Bord des Druckers und kann so das Druckbett mit dem Kabel bearbeiten. Im nächsten Schritt befestigen wir nach und nach alle Schrauben am Druckbett mit selbstsichernden Muttern. Zwischen Bett und Mutter kommt jeweils noch eine Nylon-Distanzscheibe, damit das Bett einfach nicht verkratzt. Damit das Ganze funktioniert, ziehen wir jetzt die Muttern so fest, dass das Bett nicht wackelt, aber die Schrauben sich noch bewegen lassen. Und sobald wir alle Schrauben auf diese Weise am Druckbett befestigt haben, können wir damit beginnen, es wieder auf dem Schlitten zu montieren. Im Schlitten selbst sind nämlich Einbohrungen mit Gewinde. Und die Höhe regulieren wir dann über die Tiefe, mit der wir die Schrauben in den Schlitten eindrehen. Mit der Messmethode zu Beginn können wir jetzt beginnen, nach und nach das Druckbett einzustellen. Das Ziel sollte es natürlich sein, die Abweichung zwischen den höchsten und niedrigsten Punkt so gering wie möglich zu halten. Zudem sollten die Unterschiede zwischen jeder Schraube bzw. zwischen jedem Messpunkt auch nicht allzu groß sein. Vor jeder Messung solltet ihr aber nicht vergessen, das Druckbett wieder aufzulegen, weil sonst stimmen die Ergebnisse einfach nicht. Bevor wir aber loslegen, möchte ich euch noch gerne einen kleinen Tipp mit auf den Weg geben. Schreibt euch bei jedem Durchgang die Messergebnisse zusammen mit den Koordinaten auf dem Zettel. Bei mir sieht das zum Beispiel wie folgt aus. Auf der Koordinate 00 habe ich hier ein Messergebnis von 0,03 mm und auf dem Punkt 200 habe ich hingegen ein Ergebnis von 0,15 mm. Auf meinem Zettel notiere ich zudem, welchen Punkt ich als nächstes wie viel verändern möchte. In meinem Beispiel möchte ich hier zum Beispiel den Punkt hinten links noch etwas weiter runterbringen. Genauer gesagt um 2 Umdrehungen. Ich verändere hier aber explizit immer nur einen Punkt. Damit stelle ich nämlich sicher, dass die Messergebnisse nachvollziehbar sind und ich diese, wenn nötig, rückgängig machen kann. Auf diese Weise kann man logisch an das Level des Druckbetts herangehen. Dennoch ist der ganze Prozess recht zeitaufwendig und kann schnell zu einer Geduldsprobe werden. Ich habe insgesamt 2 bis 3 Stunden circa gebraucht, bis ich das gewünschte Ergebnis circa erreicht hatte. Wie man sieht, ist jetzt nach einigen Einstellungen das Bett auch schön eben und glatt und ich finde, der Aufwand hat sich durchaus gelohnt. Damit sollte es kein Problem mehr sein, ordentliche Drucke anzufertigen. Aber würde ich diese Methode jetzt wirklich jedem empfehlen? Naja, wenn du Probleme hast, dein Druckbett zu leveln und gerne wissen möchtest, wie du dein Druckbett perfekt einstellen kannst, klar, auf jeden Fall. Jedoch würde ich mir den Aufwand für meinen Ultimaker zum Beispiel nicht machen. Nicht, weil ich ihn nicht mag. Im Gegenteil, ich mag ihn gerade, weil ich ihn nicht auf diese Weise einstellen und kontrollieren muss. Das Druckbett beim Ultimaker ist leicht zu justieren und ich kann mich zu 100% darauf verlassen, dass ein 5-minütiges Einstellen ca. alle 80 Drucke vollkommen ausreicht, um wiederholbare und sehr gute Ergebnisse zu erhalten. Ich starte einen Druck und kann ihm blind vertrauen. In solch einem Fall wäre ein Ausmessen mit Bed Visualizer schlichtweg ein Overkill. Der nächste Kandidat auf meiner Liste, der einen Bed Visualizer spendiert bekommt, ist der CR10, den ich gerade aufbaue. Bei dem kann es, denke ich, definitiv nicht schaden, das große Druckbett im Auge zu behalten. Also bleibt gespannt auf das, was noch kommt. Wie immer hoffe ich, hat euch das Video gefallen. Wenn ja, gebt ihm bitte einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal. Das hilft uns nämlich sehr, weiterhin solche Videos für euch zu produzieren. Bis dahin, wir sehen uns im nächsten Video. Happy Printing!